Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Freunde, ihr werdet es nicht glauben, aber ein neuer Teil unserer Folge Rutsche. Und die sind am Start und los geht's. Nein, für die erste Runde ist die Geschwindigkeit jetzt nicht die höchste. Aber egal, unten angekommen und das wohl auf. Das ist das Wichtigste. Und ab geht's zur nächsten Partie. Und Start Nummer 2. Oben auf Position. Artem Artemovic und dahinter heute Kaminkehrer Anna und in der Position wird das wieder nichts mit der Bombengeschwindigkeit. Was ist denn heute los? Das haben wir doch schon viel schneller gesehen. Falsche Matte. Falsche Matte, dann würde ich mal die Matte wechseln. Anna, gut erkannt. Na? Denkst du, es wird schneller diesmal? Auf Position und los geht's. Ja, ihr könnt es ihm reinholen. Das ist doch schon viel besser mit der neuen Matte. Jawollo. Und besser, Anna? Nee. Nee, doch nicht besser. Zusammen oder alleine? Alleine. Was? Warum? Und es geht wieder los. Zur letzten dieser Aufwärmrunde und dann geht er erstmal hüpfen. Wieder auf Hüpfbogen. Naja, das war jetzt auch nicht viel schneller. Und jetzt ist unser hüpfendes Känguru wieder auf Hochtouren. Er hüpft sich ein. Was für Glanznoten. Ja, ihr Lieben, der Tommy fährt das erste Mal Achterbahn in seinem Leben. Jetzt sind wir mal gespannt, ob es nicht gefällt. Es dürfte gleich losgehen. Los geht die wilde Fahrt. Wo ist Rutsche, Rutsche, Tommy? Und jetzt steigen sie auf. Und dann geht's im freien Fall hier über diese Piste. Wo kommt sie raus?
Ein bisschen langweilig. Tommy auch langweilig? Ja. Ach ja. Ja. Ja, Freunde, wir hoffen, dass euer Osterfest genauso toll ist wie unseres. Ja, wir haben natürlich eine ganz schöne Reise hinter uns. Also erst an die Ostsee, jetzt sind wir wieder zurück in Sachsen und besuchen Familie und Freunde. Ja, weil die Zeit natürlich dann auch ein bisschen knapp ist, gestern sind wir knapp 8 Stunden Auto gefahren, ist das Montagsvideo etwas kürzer. Na, wir machen das in verschiedenen Teilen. Da kommt der nächste Teil dann irgendwann diese Woche, auf jeden Fall vor Freitag. Jetzt in diesem Teil ein Tag, ne, mit Tommy wieder im Karz Erdbeerhof. Ja, die Erfahrung war gut. Der Tommy, der freut sich über die vielen Attraktionen, auch bei der Achterbahn. Ja, eine kleine Kinderachterbahn, aber der Tommy ist ja krank. War super, ne? Hat er gut angenommen und gefällt mir. Er ist nicht ängstlich. Ja, na dann, in diesem Sinne, seid gespannt. Dann kommt diese Woche noch ein nächstes Video. Ich glaube mal ein Besuch in Ahlbeck auf der Insel Usedom. Ne? Und bis dahin, viel Spaß bei diesem Video. Ne? Macht's gut.